Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Robert, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Folge von gestern. Die wird ja veröffentlicht sein, zu diesem Zeitpunkt schon, als The Lost Episode, nenne ich es einfach mal, weil ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken und habe sehr viel schön kommentiert und so und ich werde die jetzt einfach rausbringen als unkommentiertes, was weiß ich, Gameplay einfach nur. Es ist halt kein Let's Play in dem Sinne. Bisschen Musik drunter legen, mal gucken, was da so passiert. Ja, was ich euch, also was ich in der letzten Folge gemacht habe, hat man ja vielleicht im Video gesehen. Ich habe uns hier einen Ausguck gebaut. Höher geht leider aktuell nicht. Hätte mich auch sehr gefreut, aber ist aktuell leider nicht möglich. Zumindest soweit ich das weiß. Und in dieser Folge möchte ich eigentlich mit Bauen und solchem Kram weitermachen. Wir können hier aber mal ganz kurz noch ein paar Potatoes ernten, wenn sie gerade schon in der Nähe stehen. Und wir ignorieren einfach, dass hier schon wieder irgendwo ein Hai rumfliegt. Das nehmen wir auch noch mit. Mal ein bisschen Lashing. Hier ist noch eine Yucca-Palme. Haben wir eingesteckt. Und da drüben haben wir noch mehr Lashing und genug von diesem Seil, sag ich jetzt mal, kann man ja sowieso nicht haben. Das kann wegen mir erstmal hier beim Ausguck postiert werden. Da ist ja schon ein anderer Lashinghaufen. So. Kartoffel. Die können wir gleich mal essen, wenn wir sie schon in der Hand haben. Ich glaube, die bringt halt doch, die hat uns jetzt tatsächlich volles Leben gebracht. Und ich wollte mal endgültig jetzt noch die letzte Palme der Insel abholzen. Also habe ich ja letzte Folge schon gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das im schnellen Vorlauf dann stattgefunden hat oder. Aber hier ist ja zumindest noch ein bisschen was. Und Sticks werden wir definitiv noch brauchen. Weil ich noch ein weiteres Haus bauen möchte. Zack, 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 zack. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt von dem Lok noch was bekommen. Oder ob das jetzt einfach nur, das sind nur die Farne. Das dachte ich mir nämlich schon. Ja, rum, rum, rum. Nerv mich nicht mit deinem Scheiß. So, und die Farne können ja mit hier hin. Und die verbliebenen Sticks können mit hier hin. Da ist das zumindest alles. Hilfe, die Nase juckt, ist das zumindest alles ein bisschen geordnet. So, die Steine auf den Haufen. Die Steine auf den Haufen und das sinnvolle Zeug, was wir hier noch haben. Vor allen Dingen der Leiter. Hier mal ein bisschen Feuer anmachen. Wollte ich sagen, das sinnvolle Zeug kommt ja da drüben alles auf den Haufen. Wo wir ja schon ein bisschen was gesammelt haben, aber nicht genug, um ehrlich zu sein. So. Haben wir den anderen. So, Fuel Tank. Da ist unser Fuel. Genau, ist auch noch voll. Hier ist noch eine Rock Shard. Die könnte bitte auch mit dorthin. Und wir müssen uns jetzt wieder ins Bötchen setzen. Und im Zweifelsfalle wieder losrudern. Weg von unserer Hai-Insel. Gut, ein bisschen Hunger, aber das können wir ab. Denn ich brauche wieder Sticks, massenhaft Sticks, genau wie in der letzten Folge schon. Und wir rudern von unserem Ausguck aus los, Richtung dort. Das sind zumindest gleich zwei Inseln, wo ich der Meinung bin, die könnten wir gebrauchen. Genau, und da ist auch schon so ein ätzender Tigerhai. Der mich, das hat man jetzt natürlich nicht gehört, in der letzten Folge tierisch erschreckt hat. Du Sacktreter. Ja. Genau. Ja, der hatte mich sehr erschreckt. Ich hatte mich ja da so in so einem, in so einem Wrack versteckt, beziehungsweise hatte das Wrack erforscht und dann kam er plötzlich und ich dachte, ich bin relativ sicher und habe überlegt, was ich mache und im nächsten Moment schwamm er dann durch das passende Loch, wo er durchgepasst hat und ich habe mich sehr stark erschrocken. So, wir brauchen, was hatte ich gesagt? Sticks wollten wir sammeln. Genau, weil ich ja unser Bestandshaus gerne vergrößern möchte, glaube ich. Oder vielleicht noch ein zweites bauen, bin mir nicht so sicher. Aber erstmal zu den beiden Inseln. Ich denke, unsere finden wir dann noch ganz gut. Hoffe ich zumindest.
Aber das zeigt sich dann erst, wenn wir da sind. Sticks. Steine haben wir genug. Steine brauchen wir auch aktuell nicht mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind Sticks und die Palmenblätter natürlich. Das sind immer ganz schöne Fahrten, nur für das ein bisschen Kram. Und jetzt musste ich mir mal ganz kurz räuspern, schon wieder. Ich bin irgendwie, hab leicht Dauerprobleme mit der Stimme. Es könnte auch daran liegen, dass ich jetzt seit ein paar Wochen halt ununterbrochen Videos produziere für den Kanal hier. Und ich bin unsicher, wo es noch hinführen wird. Ich glaube, das nächste Projekt, ich werde dann mit Sicherheit, früher oder später, werde ich dann Stranded Deep erstmal auf Hold setzen. Weil, naja, so viel gibt es ja dann doch nicht zu tun. Klar, ich könnte noch probieren, hier so einen Außenbordmotor und den ganzen Kram zu finden. Aber irgendwann ist auch Schluss. Da muss erstmal wieder Content kommen. Das letzte Mal hatte ich das ja natürlich auch gesagt und habe dann gemeint, ja, wir sehen uns wieder, wenn es den nächsten Patch gab. Und dann gab es halt auch sofort den nächsten Patch. Und genauso werde ich das machen. Eventuell wird es heute das ja auch schon die letzte Folge oder die vorletzte. Ich muss mal gucken. Ich bin etwas gefrustet davon, dass ich wieder vergessen habe, irgendwie eine Taste zu drücken und so. Das ist suboptimal. So, da haben wir wieder irgendein schönes Inselchen, bestehend aus einer großen und einer kleinen Insel. Das sind natürlich wieder ein Haufen Sticks für uns und auf die bin ich ja scharf und vielleicht wird sich auch gleich noch ein Wrack dazu entschließen, hier ins Bild zu spawnen. Wäre ja nicht das erste Mal innerhalb des Videos. Oder es ist eben mal nur eine ganz normale kleine Insel. Ohne Frack und alles. Ohne Helm und ohne Gurt. Hier kommt Kurt. Falls das noch jemand kennt. Dann müsste man älteren Semesters sein, um das noch zu kennen. Ja, hier keine spannenden Sachen anscheinend. Hier ist ein Stück Wrack. Manchmal liegen da ja auch Kisten drin. Da liegt aber tatsächlich was. Das sieht aus wie... Gib mir das. Eine Wasserflasche. Wow. Ich brauche keine Wasserflasche. Ich habe Kokosnüsse. Schade. Da hätte ich gedacht, dass es da mehr zu finden gibt. Aber wegen mir. Besser als gar nichts. So. Der Stickmaster im Einsatz. Oh. Jetzt ist natürlich die Frage, waren wir dort schon mal drin? Aber das wird sich gleich herausstellen. Ja, da war ich definitiv schon mal drin. Sonst wäre da nämlich nicht die Luke offen. Aber da, wie bin ich denn da reingekommen? Ist hier noch von der einen Aufnahme, die mir wirklich komplett verloren gegangen ist. Komme ich hier irgendwie hoch? Aha, mit Springen und nach oben gucken. Gut, ist die Frage, ob ich jetzt hier wirklich schon drin war. Weil hier liegt auch, aber da unten ist offen. Das heißt, ich bin hier mit ziemlicher Sicherheit schon gewesen. Das ist ja cool. Klappt das jetzt immer mit dem quasi Festhalten? Nicht reinfallen, nicht reinfallen, das wollen wir nicht. Aber das wäre jetzt mal interessant. Oder ob das jetzt nur glücklicher Zufall war. Ich glaube, das war nur glücklicher Zufall, dass wir jetzt hier zufällig oben gelandet sind. Irgendwie, nee, dann... Nehme ich mal meinen Stick... Und hack hier mal die Palme klein, dann will ich dann doch noch reingucken. Und mit Palmenhilfe geht das hervorragend, wie ihr gleich sehen werdet. Nö, du fällst mir gar nicht erst um, du kommst nämlich direkt mit. So, einmal liegen bleiben, vielen Dank. Dann kann man hier nämlich auch super hochgehen.
Ich wollte nicht reinfallen, habe ich gesagt. Ich will nur die Palme mitnehmen. Und dann entledigen wir uns des Bürzels. Palmenbürzel kennt man ja. Muss man wissen, muss man kennen. Da hacken wir das gleich klein, weil so eine große Palmkladderadatsch brauche ich dann doch nicht. So, und dann fliegt das hier nämlich einfach rein. Altbekanntes Spiel, habe ich in der letzten Folge schon genauso gemacht. Okay, es besteht aber nur aus zwei Loks. Müsste ich mal das drehen, das Teil, damit der schwerere Teil... Wow! Das war so auch nicht geplant. Damit der schwerere Teil unten ist und da drüben ist erstmal so ein großer weißer Hai, der hier seine Runden zieht. Ich tu dir nichts und du tust mir nichts. Ist ganz einfach. So, dann haben wir unsere Aufstiegsmöglichkeit. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie reinkommen. Autsch. Jo, das ist... Nö, hier scheint es nichts weiter... Ach, da ist noch ein Locker. Und da hinten ist auch noch eine Kiste. Okay, gut. Gibt's doch mehr als gedacht. Ein Kompass! Supi! Supi! Und hier lacht uns noch... ein neues Paddel an. Das werden wir wohl kaum brauchen. Stacken die? Na gut, wenn sie stacken, nehme ich sie auch mit. Leiter haben wir auf der Insel. So, und jetzt muss ich hier wieder irgendwie hochkommen. Genau, genau. So oder so ähnlich möchte ich jetzt hier wieder hoch. Hüpp. Bisschen Leertaste spammen, dann klappt das auch. Super. So, einmal rein und einmal raus. Hier schnell mal noch in die Kajüte gucken, ob es hier noch was gibt. Vitamine. A small bottle of vitamins can be used to treat illness. Boah, super. Jetzt können wir uns ja tatsächlich wieder zurückfinden zu unserer Insel. Das ist cool. Und hier ist ja direkt noch ein bisschen was daneben. Okay, habe ich jetzt hier alles gefunden? Nicht, dass ich hier noch irgendeinen Schrank... Diesen Schrank, da habe ich bestimmt schon ganz oft übersehen. Dieses Cabinet. Aber ich glaube, das war's soweit. Müsste man nur noch... Ach nee, da habe ich gerade geguckt. Da kam ja die Torch her. Die sich natürlich auch verbraucht. Ist ja ganz logisch. Okay, das war also relativ erfolgreich. Bis auf die Sticks, da haben wir nämlich nicht so viele mitgenommen jetzt. Aber wieder ein Haufen Kram. Ein Stick kann ich natürlich noch mit. Kann ich irgendwas da lassen? Nee, nicht so richtig. Ich möchte eigentlich alles behalten, was wir hier haben. Okay. Dann also quasi auf, zurück zur Insel. Nee, waren keine Achterstapel. Schade. Und hier sind wir angekommen. Hier so haben wir noch die Wasserflasche mitgenommen. Genau. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir hergekommen? Von dort oder von dort? Wir machen uns mal zu der Insel dort auf. Das sieht für mich sinnvoll aus. Ob es das auch ist, stellt sich heraus. Und es wird auch schon wieder Nacht. Aber wir haben ja jetzt immerhin eine Taschenlampe. Und die werden wir dann auch wieder auf unseren Tools-Stapel klatschen. Und dann haben wir in dieser Folge eben nicht das gemacht, was ich ursprünglich wollte, sondern haben wieder nur Zeug gefunden. Aber ich möchte mich ja nicht beschweren. Ich finde, Zeug finden ist auch eine gute Sache. Entsprechend bin ich sehr entspannt, was das Ganze angeht. War dann doch erfolgreich. Wir haben Vitamine gefunden. Wir haben... ja, was war es eigentlich alles? Kann jetzt gerade nicht gucken, muss paddeln. Kann nicht gucken, muss paddeln. Ja, ich denke, ich denke gerade ein bisschen laut für mich selber. Ich glaube, die letzte Folge, das klingt jetzt komisch, die werde ich dann einfach im Zeitraffer ein bisschen vorspulen. Dann ist die auch nicht so lang.
Dann kann man die nebenbei sich so ein bisschen angucken, falls man wissen möchte, was ich in der letzten Folge so getrieben habe. Aber nachkommentieren, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht nachkommentiere, aber ich glaube, das ist einfach nicht dasselbe. Ich habe das ein, zwei Mal schon gemacht. Jetzt nicht aktuell bei den Let's Plays hier, aber bei anderen. Ist ganz okay, ist aber auch nicht überragend. Ist auch qualitativ halt Mist dann. Man ist dann nicht in der Situation drinne gerade. Vielleicht fällt einem mehr ein oder man sieht selber, was man so falsch gemacht hat, was der Vergangenheitsrobot so für Mist gebaut hat. Aber ansonsten nützt einem das nicht viel. Und jetzt strahlt hier alles so, beziehungsweise strahlt gar nichts mehr. Das Einzige, was hier strahlt, ist diese Lampe, die mein Gesicht ein wenig erhellt. Und die führt jetzt aber gerade dazu, dass ich so gut wie gar nichts mehr erkenne. Nö, nö, ich sehe fast nichts mehr. Es ist dunkel. Die Insel da drüben schaut jetzt natürlich schon wieder viel näher aus. Ist sie aber im Zweifelsfall nicht. Und ich hoffe überhaupt, dass das die richtige ist, weil da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Okay, wir werden uns jetzt also immer an Himmelsrichtungen halten, dadurch, dass wir ja den Kompass haben. Und wissen dann, in welche Richtung, also wir müssen dann ja nur in die entgegengesetzte Himmelsrichtung zurückfahren. Und kommen dann früher oder später wieder zu unserer Insel. Ah, der Kompass hilft mir jetzt schon sehr. Nehmen wir an, wir fahren, werden jetzt in der nächsten Folge oder so immer nur nach Süden fahren. Das bedeutet, wenn wir zurück wollen, immer nur nach Norden. Macht doch eigentlich Sinn, oder? So, ist das unsere Insel? Frage ich mich jedes Mal wieder, aber im Zweifelsfalle haben wir sie bis jetzt immer wieder gefunden. Sieht für meinen Geschmack sehr gut aus. Ich sehe keine einzige Palme. Klingt wie unsere Insel. Weil die ja generell palmenbefreit ist. Genau da ist unser Ausguck. Wir sind genau dort wieder angekommen, wo wir losgefahren sind. Das ist super. Super, super, super. So, einmal die Taschenlampe. Klick, klack. Nichts wirft Schatten. Und die wird natürlich dann auch alle mit der Zeit, schätze ich mal. Was sagt das Ding? A Basic Torch. Vielen Dank. Okay. Wir müssen den Kram wieder ablegen auf unserem Haufen, der da drüben ist. Da kommt die Torch hin. Die brauche ich jetzt nicht täglich. Da kommen die Vitamine hin. Und das Zeug kommt da drüben auf den Bastelstapel. Das Haus brennt auch noch. Also nicht das Haus. Das Feuer vorm Haus. Dann können wir ja jetzt ja eigentlich auch schon mal anfangen, die erste Sache zu bauen. Und zwar nämlich noch eine Foundation. Ach, die kosten mich nur 8 Sticks. Mich würde mal interessieren, ob ich eine Foundation auf... lass das mal stecken. Ich habe nämlich eine Idee. Schon. Support. Brauche ich hier mal ein bisschen. Hier brauche ich anscheinend keinen Support. So, Support. Support. Und da drüben. So, und jetzt können wir hier ja trotzdem noch eine Wall machen. Keine Wall. Das ist Quatsch, sondern ein Roof. Das würde gehen. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne noch einen Support. Foundation meine ich. Kann ich die da oben dran klippen irgendwie? Nee, schade. Dann hätte man auch mehrstöckige Häuser bauen können. Wäre auch cool geworden. Aber so wird das nichts. Da kann ich nicht hinbauen. Da kann ich nicht hinbauen. Aber hier nach hier können wir uns etwas vergrößern. Support brauche ich jetzt gerade nicht. Was können wir noch machen? Lass mal kurz gucken. Anscheinend aus den vorhandenen Sachen können wir gar nichts bauen. Okay, Foundation. Ja, nutzen wir die Bestandstickies, die wir noch haben. Das war jetzt der letzte, um das hier noch dran zu hauen. Kann ich den Support wieder abbauen?
Weil den hier vorne brauche ich nicht zwingend. Kann ich abbauen, kriege aber keinen Stick wieder. Ist also ein bisschen Verschwendung. Sollten wir nicht so oft machen. Der stört mich jetzt hier aber trotzdem in meiner... Auf meiner Terrasse stört er mich. So, okay. Dann sind wir bei 20 Minuten. Das reicht für die Folge. Wir haben einiges erlebt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Robert und nicht vergessen, Daumen nach oben. Danke und tschüss.